Nullrunde bei den Bürgergeldempfängerinnen im Jahr 2025. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister, hat es heute am 4.9.2024 bekannt gegeben. Es gibt eine Nullrunde bei allen Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfängern in Deutschland. 2025 wird das Bürgergeld nicht angepasst, meine Damen und Herren. Oder auch nicht angefasst. Das heißt also, die Regelsätze, die wir im Jahr 2024 haben, gelten dann auch im Jahr 2025. Vielmehr noch, es wird massive Verschärfungen geben und der Druck auf Bürgergeldempfänger, Arbeit anzunehmen, wird deutlich erhöht. Es gibt natürlich auch Anreize für Langzeitarbeitslose, da soll es Anschubfinanzierung geben. Und das Schonvermögen wird schon nach 6 Monaten 15.000 Euro, dann nach 6 Monaten bei der Berechnung des Bürgergelds mit herangezogen. So, das sind die Neuerungen, die im Jahr 2025 kommen. Das heißt also, es können sich jetzt alle darauf einstellen, dass Bürgergeld im Bürgergeldempfängerin im Jahr 2025 keine Anpassung des Bürgergelds bekommen werden. Ich gehe mal davon aus, das wird für massive Diskussionen bei den Sozialverbänden sorgen. Ich gehe auch davon aus, dass gegen diese Entscheidung geklagt werden wird. Denn ich glaube nicht, dass sich das die Bürgergeld- und Bürgergeldempfängerinnen gefallen lassen. Denn zwar ist die Begründung, dass die Inflation deutlich zurückgegangen ist, aber, meine Damen und Herren, die Kosten sind trotzdem gestiegen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die sich mit Bürgergeld auseinandersetzen, jetzt schon in den Startlöchern stehen und hier gegen Klage einreichen werden. Aber schauen wir mal, wie es sich entwickeln wird. Aktuell ist es so, es gibt keine Anpassung beim Bürgergeld. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.